Nein, du musst da durchkommen. Du musst auch durch dick und hart, Digga. Was für dick und hart, Bro? Mit Trash-Video, Mann, was willst du von mir? Sechs. Adel, Ola, lass mich bitte einmal durch. Bin ich ein Blatt Papier oder? So, letzte Chance. Nein, wenn du so nicht durchkommst, dann Pech. Was geht ab, Freunde? Und herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf die. Wir haben gerade. Ich hab einfach den Tisch zerteilt gerade. Hast du gesehen beim Intro? Sorry. Ey, da kann man. Dumm. Ich hab kurz den Tisch zerteilt. Da kann man Grünes verstecken. Was geht? Hör mal auf damit! Ja, was denn? Ich meine, was? Hör auf! Viele Leute fragen mich, wann kommen Videos? Frag bitte nicht so viel. Es kommt einfach Videos, wann ich will. Das ist mein Kanal. Das ist unser Kanal. Das ist allen ihr Kanal. Okay? Also rede nicht viel. Ja, okay. Es endlich. Ist heute du gegen dich. Hä? Und du gegen dich. Gegen sie. Und sich. Sie gegen wir. Ich gegen sich. Du musst dich sagen. Du musst ja, sich. Du gegen sich, musst du sagen. Er gegen sich, musst du sagen. Sag nochmal, er gegen sich. Er gegen sich. Ja, und jetzt zurück. Sich gegen du. Er. Ich schwör auf alles. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Viel Spaß mit dem Video. Erste Frage. Die ist schon am googeln. Stimmt. Ich hab nicht mal die Frage gestellt, die so. Du hast ja voll oft immer geschummelt, ne? Du hast ja voll oft immer geschummelt. Ja, ja, heute. Unter Tisch. Adeli! Okay, nimm, alles gut. Danke. Erste Frage. Habt ihr Freunde aus Usbekistan? Nein. Digga, wer ist gerade draußen am Vergewaltigen? Was machen die Katzen? Keine Ahnung. Katzen. Wie viele? Videobeweis. Ich will jetzt einen Videobeweis. Ob er es gesehen hat. Zeitlupe, sein Blick. Wie viele Wie viele Einwohner hat Usbekistan? Jetzt schon gegoogelt. Einwohner? Nein, Wunder, nein. Wie viele Einwohner hat Usbekistan? Was ist das, eine Stadt oder ein Land oder was ist das? Das ist ein Dorf. Was ist denn das? Usbekistan, wie viele Einwohner hat Usbekistan? Was ist denn das? Ein Land oder eine Stadt? Es ist ein Land! Ich sag. Schnell, es muss hier alles schnell gehen. Ich will das schnellste Video der Welt. 60 Millionen. Ich weiß nicht, es hört sich an, als wäre es so eine kleine. Es wäre Indien oder so. Ja? 60 Millionen. Sag 59. Weil das unten gehört alles mir und oben gehört alles dir. Stark. Wie viele Einwohner hat Usbekistan? Und zwar die Antwort ist 31,3 Millionen. Nein, nix, Adam. Zurückschlagen! Zurückschlagen! Stopp! Wer zurückschlägt? Wer nochmal schlägt? Bismillah, Oxy, ich hab keinen Bock. Digga, hör mal auf jetzt, Digga, was soll ich schlagen? Ey, Ola, bleib mal du locker. Ja. Bismillah, Ola, ich hab ne Beule, ey! Du hast zu hart gemacht. Okay, alles gut, das tut mir leid. Hallo? Bismillah! Ich hab keinen Respekt mehr vor Mädchen, wenn die mit mir so umgehen. Okay, Wallah, einzeln für dich, Chill. Hi. Okay, reicht jetzt. Los, nächste Frage. Nö, das Video ist zu Ende. Ich mache nicht mit. Hey, mit meinem Handy! Hey! Der klaut meine. Adel! Ich hab nichts gemacht. Adel! Ups. So. Videobeweis! Ich will den Blick sehen! Ups. So. Wie viele Räume hat der Buckingham Palace? Was ist der Buckingham Palace? Keine Ahnung. Was ist der Buckingham Palace? Es gibt schon halbe Punkte, wer weiß, was Buckingham Palace ist. Ich glaube ein. Das ist der Buckingham Palace. Jetzt weißt du es auf einmal, ne? Wenn es um Punkte geht, weißt du es. Wenn es nicht um Punkte geht, tust du so, als würdest du es nicht wissen. Der Palace, das war nur ein Test, Digga. Junge. Ich sag. Wie viele Räume. Scott! War das richtig? Wie viele Räume? Noch was? Ein Schlag, bis man auf deine Brille ist. Wie viele Räume hat diese scheiß Palace? 200. Buckingham fucking Palace! Ich weiß nicht, Digga, vielleicht hat es richtig viele Räume, aber man weiß es halt nicht. Junge, Buckingham fucking Palace hat wie viele? Oder nee, ich sag 100 nur, ich sag 100. Okay. Ich sag 100. 100 hat Hochhaus hier. Wie viel hat Weiße Haus? Adel, die Villa, die ich gebaut habe vor 3 Tagen. 100 Räume sind jetzt schon 120 Räume. Ich sag 100 Räume. Ich sag 2000. Boah,
Allahu Akbar, die hat... Hochhaus hat 100 Räume. Was ist jetzt 2000? Nicht mal Algerien hat 2000 Räume insgesamt. 100 Räume? 100 Räume? 5000? Ich sag 1800. 1800? Dann sagen wir 200. Ich bleibe jetzt bei 200, was ich am Anfang gesagt habe. Bringt auch nicht viel Erde. Ja, trotzdem. Neben diesen Hochhaus gibt es noch ein Hochhaus mit 200 Räumen. Das hast Ding ist, vergessen? An der ganzen Sache was? Ist... Warte, seid doch, lass mich reden! Ja, los. Ihr habt eingeloggt. Du hast 1800 und du hast 200. Mhm. Okay. Bei Bismillah wohnt im Buckingham Palace halb Deutschland. Ist eingezogen im Buckingham Palace. Und bei dir? Wie kann man sagen? Pennen ja. Leute auf Straße oder wo? Haben die kein Zuhause? Haben die kein Zimmer? Nein, das ist ein... Ein Hotel hat schon 200. Das ist ja so ein Buckingham Palace, Palast. Falls ja, komm Englisch auf den Punkt. Ja, sag einfach diese die Lösung ist, und näher dran Buckingham Palace hat 602 Räume. Ich gewonnen. In dem Sinne... Ich hab gewonnen. Hol dich auf Gottdampf weg. Mach mal nein, die Katze weg. Nein. Du hast... Komm, ein leichter. Das ist ein Stupser. Das ist ein nein. Stupser. Bismillah, hör auf damit. Nein. Bismillah, schlag mich hier. Jetzt. Schlag mich hier. Nein, Mann. Doch. Das war gerade Ibman. Kennst du das, wenn er ein Gerät ist? Nicht. 2-0. Peinlich. Du bist peinlich. Peinlich, du bist Digga. Peinlich. Du bist peinlich. Gegen den 2-0. Peinlich, Digga. Mit Brille, machst mir auf schlau. Warte, lass mich... schlau. Ndobuk, wohl Ndobuk. Ey, wenn, falls jemand zu euch so kommt. Wie der Beweis? Hey, hey, der war am Handy. Wie der Beweis? Wenn ich es herausfinde, Oxin will ich zieh die 0 Punkte. Ndobuk. Ey, wenn, falls jemand zu euch so kommt. Nächste Frage. Die schon am Googlen, aber das bringt dir nichts. Wie kennt. Hey! Darauf wollen. Die schon am Googlen, aber das bringt dir nichts. Wie kennt. Hey! Mach kaputt. Ey, meine Kamera. Scheiße. Hallo, das ist doch. Es ist doch nicht gerade. Doch. Schuf doch, Adel, bitte. Ich küsse doch dein Herz. Ich schwör alles gerade. Hallo. Das ist doch geil. Schau mal, wie schief. Das ist gerade so eine schiefe Kamera gesehen. Ihr kennt alle. Los! Wallah, deine Brille, die ist so bearbeitet, dass sie so doppelt Spiegelung hat. Die kann dreimal um Ecke schauen. Ihr kennt Goldfische, oder? Ja. Goldfische? Ja. Goldfische? Ja, weiter. Goldfische? Ja, weiter. Goldfische? Okay. Goldfische? Ja, dann würde ich sagen. Okay. 4. Wie schwer kann ein Goldfisch werden? Okay, kann ich sagen. Oder wie schwer ist ein voll ausgewachsener Goldfisch? Wie schwer? Wie schwer wird ein. Ungefähr sehen Goldfische aus, falls ihr noch nicht, falls ihr noch keinen Goldfisch gesehen habt. Adler, ja. Und du, ey, ja! Ich habe meine Antwort separat. Auf drei sagt ihr es gleichzeitig, weil nicht, dass jemand hier von den anderen okay. Anschaut. Ich kenne dein separat. Okay. Los, 3, 2, 1, wer schummelt, kriegt Nackenklatscher. Ich sag 2,4. Okay, du? Ein Goldfisch, Adel. Der ist so groß. Nein, der ist nicht so groß. Goldfisch! Wie groß ist der? Goldfische sind so. Locker. Schwierig, das ist eine Ratte, Bruder, was? Locker, natürlich, Junge. Ein Goldfisch ist doch niemals so groß, Digga. Ein Goldfisch ist so. Ich sag 3. 2,4? Ja, 2,4. Was? Hat sie richtig? Hat sie genau richtig? Nein, nicht genau. Ich dachte schon, die hat fast richtig, wo die 2 gesagt hat. 2, sag doch jetzt, ich will wissen. 2,3. Ist ein Goldfisch groß? Und die hat 2,4 gesagt? Die hat 2,4 gesagt und du hast 3 Kilo gesagt. 3 Kilo ist ein halber Pferd. Alter. Oh, der war schlecht. Ihr habt Freunde? Ja, die nicht. Hast du Freunde? Ja. Hast du Freunde? Ja. Ja, ne? Millionen Freunde hast du. Millionen. Wie alt kann eine Wasserratte werden? Was hat mit Freunde zu tun? Weil es auch Ratten sind. Wie alt kann eine Wasserratte werden? Eine Wasserratte? Wie alt können deine Freunde werden? Lass mich doch mal sagen. Ich glaube, ich spinne. Wie alt können eure Freunde werden, wenn sie Wasser sind? Übersetzt. Eine Wasserratte? Ja. Hä? Den verstehst du nicht. Weil du noch nie enttäuscht wurdest von Freunden, Digga.
Okay. Ich sag 13. Ey, Anon. 13 Jahre. Und du? Ich sag 10 Jahre alt. 13 und 10 Jahre? Eine Wasserratte, ich löse auf, eine Wasserratte kann bis zu 36 Monate alt werden, Digga. Richtig? Ja. Ihr habt gerade eine sterben Ratte. So schnell? Sterben die so schnell? Junge, die sind alle, die machen Selbstmord. Ab 30 sagt eine Wasserratte, warte mal, ich bin eine Ratte. Back, fertig, 30. Nein, keine Übertreffung. Hallo, keiner übertrifft 30 Monate, die 36 Monate. Gemacht, komm, mach so. Deswegen bist du Mella, du mit 10 Jahren, das ist peinlich, Digga, dass du mit 10 Jahren irgendwas gewählt hast. Mach deine Hand runter. Was sind denn das für Dinger, Digga? Was sind das für Nackenklatscher? Das sind die Kopftuch-Nackenklatscher, Digga. الهوا كمل لك الهوا شو بقي كاين الهوا الهوا صح اوكي هي الهوا هي الهوا zurück das war sie so Bismillah und Adel, wie weit ist ein Stern von dieser Welt? Wie viele Kilometer? Adel, lass mich mal mit Sonne eingeschlossen die Sonne. Wie weit? Eingeschlossen die Sonne, weil die Sonne ist ein Stern. Nein, Sterne, noch, diese Sterne, die wir immer beobachten im Himmel, diese Sterne. Okay, los, sag. Wie weit sind die Sterne von uns? Jahre oder Kilometer oder was meinst du? Kilometer steht da, also wo ich gelesen habe. 10 Millionen sowas. 10 Millionen Kilometer? Ja, safe. Okay. Ich sag 10 Millionen Kilometer. 10 Millionen Kilometer, Digga. Bist du gerade im All, Weltall? Ich muss nachdenken. Die fliegen auch dahin. Ich sag 50 Millionen Kilometer. Überlegt Sterne, ne? Die sind also. Die ich sag 100 Millionen. 100.000. Nein, 100 Millionen Kilometer. Okay. Nein, 1 Milliarde. 1 Milliarde. 1 Milliarde? 1 Milliarde? Okay. 1 Milliarde haben wir? Eine Million. Million schon krass viel. Und 10 Millionen. Ja, okay, halt, aber. Sterne! Aber Sterne? Ist nicht echt, Adel. Du brauchst Mond. Also Mond, der nährste Stern, den es gibt. Nicht der nährste, allgemein Stern. Okay, ja. Wie weit sind die von dir? 1 Milliarde. Ist der Polarstern? 1 Milliarde. Oder ob der Polar der erste? Oder Sterne, allgemein die Sterne, ja. Wie weit die von dieser Erde entfernt sind. Ob der erste oder der zweite oder der dritte, Sterne allgemein. Ja, sind ja alle verschieden weit weg. La haula wala. Ich sag 100 Millionen Kilometer. 100 Millionen? 100 Millionen? Eine Milliarde? Die Antwort ist 40 Billionen. Siehst du? Kilometer ist der nächste Stern von der Erde. Ach nee, nur sei ruhig. Der war sehr schlecht. Der war richtig Baby. Sag dir mit 10 Dinger. Hogwarts, 10. Ich zeig dir mal meine Stärke, okay? Ja, mach doch. Okay. Billy, ich hab grad die Sterne. Die Sterne sind nicht 40 Billionen entfernt. Die waren grad 3 Meter von mir entfernt. In meinem Auge, oder? Ja, weil du auch. Ja, was labert ihr? Die Sterne sind doch hier, Mann. Sterne, was für 40 Billionen, Digga? Die haben uns angelogen, oder? Scheiße. So, Freunde, lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert unseren Kanal, wenn ihr es nicht getan habt. Und ja, Freunde, wir sehen uns auf jeden Fall nächstes Mal. Schreibt in die Kommentare, was ihr sehen wollt von meinen Geschwistern und mir. Was für Videos wir drehen sollen. Und ja, checkt das auf Insta ab. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Es ist sehr, sehr heiß. Es ist sehr, sehr warm. Ich kann nicht mehr, Digga.